sondern es geht einfach schlicht darum, ist Strom da oder nicht? Und ganz vor allem, was kostet der Strom? Ist der Strom teuer oder nicht? Ne? Und wenn man Elektroautos vernünftigen Mengen und damit günstigen Kosten herstellt und Strom billig ist, die fehlende Wartung bei den Wagen, bei den Elektroautos, dann ist vom ersten Tag an Elektromobilität billiger als Verbrenner. Muss ja sein, das ganze 2000 bewegten, schnell bewegt mitunter sehr heißen Teile, die ganzen Regelungselektronik für Luftmasse, für Cut, für Abgasrückführung, für Ventiltriebverstellung, die ganzen Ventile, die 1000 Kugeln in den Kugellagern, das Zahnradgrab im Getriebe, boah, alles das ist ja so hochgradig komplex, das macht Autos teuer. Das sind die Kosten, die bei Volkswagen anfallen. Und die Elektromobilität ist bei Volkswagen so teuer, weil sie die Stückzahl nicht schaffen. Weil wenn man in einer Fertigung etwas verdoppelt, dann sinken die Kosten typischerweise um 30%. Und da sind die nicht dran, ne? Da kommen die nicht hin. Das ist das Hauptproblem, warum es bei dem nicht geht. Volkswagen hat nicht ausreichend in seine Software investiert. Die Welt will mehr als Wolfsburger Barock, will mehr Pling-Pling, Gimmicks, große Bildschirme, Internetkonnektivität, Modernität, nicht den Biedermeier, den Volkswagen da anbietet. Da ist VW nicht mitbekommen und das hat ein paar besondere Gründe. Da ist Volkswagen altbacken und jetzt treten die Babyboomer ab. Sagen jetzt immer in Rente und jetzt braucht ihr mehr so ein teures Auto und Skoda reicht auch, ist ja ein VW-Motor drin, ist billiger und so. Der VW-Konzern hat seine Fahrzeugzahlen so halten können, aber das Verhältnis zwischen Volkswagen und Skoda hat sich verändert. Ne? Volkswagen ist seit vielen Jahren in der Stückzahl rückläufig. Und die anderen Marken müssen es jetzt stützen, vor allem da, wo es billiger ist. Ne? Da hätte Volkswagen schon erkennen können, woran es da hängt. Und Schuld sind die Manager. Die Manager und nachher der Aufsichtsrat, der die Anteilseigner vertritt. Wir haben hohe Manager bei Volkswagen mit der falschen Ausbildung. Maschinenbauingenieure statt Informatiker und Elektrotechniker. Ein paar Betriebswirte täte ihnen auch ganz gut. Und deshalb habe ich anfangs ja auch die Ausbildung der Chefs dort angeführt. B, mittlere Manager mit einem falschen Selbstverständnis. Von Seiten der Zulieferer habe ich sehr oft die Worte Arroganz, Überheblichkeit und sowas gehört. Und statt Zusammenarbeit um das beste Ergebnis wird Konfrontation auspressen. Ja, auspressen können die nicht. Auspressen gelebt. Und wenn jemand nun von den Zulieferern irgendetwas da gemacht hat und das dann verkaufen will an den Hersteller, dann muss er das Patent gleich mit abgeben, ne? Damit das alles also beim Hersteller ist. Und bei Tesla habe ich was anderes gehört, dass die also die Patente mit den Entwicklern von den Zulieferern teilen. Dass die auch sagen, wir wollen nicht dies und das und genau so und das machst du jetzt, sondern die sagen, überrasch uns, das Beste wollen wir. Streng dich an, und wenn du Patente dabei hast, teilen wir uns die. Ist die Frage, ja gut, teilen. Ja, ohne den Absatz über Tesla hätten sie von dem Patent relativ wenig, also teilen macht Sinn. Ja, doch.